Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Bolog. Der erste EU-Gipfel mit der neuen Führung hat in Brüssel begonnen. Eines der Hauptthemen ist der Klimaschutz. Viktor Orbán sagte, auch Ungarn wolle erreichen, dass die europäische Wirtschaft bis 2050 klimaneutral werde. Er sei also bereit, die diesbezügliche Vereinbarung zu unterzeichnen. Aber er meinte, man könne es nicht zulassen, dass die Bürokraten die armen Leute für die Kosten im Kampf gegen Klimawandel bezahlen lassen. Die Staats- und Regierungschefs der EU trafen sich in Brüssel, um sich über das Klimaprogramm der EU namens Green Deal zu beraten. Mithilfe eines von der Europäischen Kommission ausgearbeiteten Planes soll die EU bis 2050 klimaneutral werden. Ungarn sei bereit, das Klimapaket der EU zu unterzeichnen, sagte Viktor Orbán vor Journalisten in Brüssel. Der ungarische Premier betonte, jeder wisse über die Gefahren des Klimawandels und jeder wisse auch, dass der Kampf gegen den Klimawandel ein riesiges Unterfangen sei und jede Menge Geld koste. Dem Premier nach wäre es aber inakzeptabel, dass die Ungarn für die aufkommenden Kosten gerade stehen sollten. Bei der heutigen Verhandlung oder beim heutigen Kampf geht es aus mitteleuropäischer und ungarischer Sicht darum, die Brüsseler Bürokraten dabei zu verhindern, die anfallenden Kosten für Klimaschutz erneut von den armen Menschen und armen Ländern bezahlen zu lassen. Dafür müssen wir eine klare finanzielle Garantie bekommen. Die Details werden wir hier aushandeln, sagte Orbán. Ungarn sei mit den ambitionierten Klimazielen der EU einverstanden, man müsse aber klarstellen, dass das Erreichen dieser Ziele keine Energie- oder Lebensmittelpreisexplosion mit sich bringe, stellte Gergely Gulyás bei der Regierungspressekonferenz klar. 50.000 Milliarden Forint bis 2050. Wenn wir diese Summe auf ein Jahr runterrechnen und mit 10 Millionen ungarischen Staatsbürgern rechnen, kommen Ausgaben von 170.000 Forint pro Jahr auf jeden Einzelnen zu, vom Säugling bis zum Rentner. Es ist klar, dass diese Kosten heute von den ungarischen Bürgern nicht getragen werden können. Man muss daher das Prinzip der Verschmutzer zahlt anwenden, sagte Gulyás. Der Minister im Amt des Ministerpräsidenten betonte, in Sachen Klimaschutzprojekte hätten alle mit Aufgaben zu kämpfen. Die Vorreiterrolle Europas sei richtig, allerdings müsse man in diesem Prozess auch die großen Verschmutzer mit einbeziehen, in erster Linie die USA und China. Ein Disput um Kernenergie wird unter den EU-Mitgliedstaaten erwartet. Die ungarische Regierung oder auch Tschechien bestehen darauf, dass die EU die Nutzung der Kernkraft unterstützen soll. Beide Regierungen haben dafür finanzielle und wirtschaftliche Argumente. Und sie sind davon überzeugt, dass die Klimaneutralität in Europa ohne Kernenergie nicht erzielt werden könne. Symbolisch durch das Drücken auf eine Hupe begann im Juni der Bau von POX 2. Derzeit zeigen vorerst Riesenplakate, wie das neue Atomkraftwerk in Ungarn aussehen wird. Die ungarische Regierung vertritt die Auffassung, dass die EU-Klimaziele ohne ein neues Kernkraftwerk nicht erreicht werden können. Viktor Orbán hob in Brüssel die Bedeutung der Debatte über Kernenergie hervor. Er sagte, Ungarn sei bereit, seine Emissionen zu reduzieren, aber dies erfordere Atomenergie. Wir möchten ein für alle Mal alle Vorbehalte gegen Atomkraft hier in Brüssel beiseite legen, sowie jede Kritik und jeden Angriff auf Länder, die diese produzieren, sagte der Ministerpräsident. Tschechien sieht das praktisch genauso. Laut dem tschechischen Ministerpräsidenten können die Klimaziele der EU nicht ohne Kernenergie erreicht werden. Neben Ungarn sehen immer mehr mitteleuropäische Länder die Lösung in der Kernenergie. Die Regierung sagt, das Erreichen der Klimaziele sollte für ungarische Familien keine zusätzlichen Kosten bedeuten. Es gibt einfach keinen mathematischen Nachweis dafür, dass Klimaneutralität ohne Verwendung der Kernenergie erreicht werden kann, sagte der Kanzleramtsminister. Die ungarische Regierung ist der Ansicht, dass die EU-Mitgliedstaaten entscheiden müssten, ob sie Atomkraft produzieren wollen oder nicht. Wenn alle Länder selbst entscheiden könnten, könnte Ungarn den Schätzungen nach viel schneller klimaneutral werden als einige westeuropäische Länder. Die Burg am Alten See in Totta wurde von Sigismund von Luxemburg erbaut. Ihr Südflügel steht noch heute. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich mehrere königliche Würdenträger in der malerischen Umgebung erholt. Unter ihnen Matthias der Gerechte, der schließlich den Renaissance-Stil des Gebäudes vervollständigte.
Während der osmanischen Eroberung war sie auch ein wichtiger strategischer Punkt. Im Jahr 1974 eröffnete das Kunyadomokusch-Museum seine ständigen und temporären Ausstellungen in der Burg. Eine besondere Attraktion wartet auf die Besucher der Adventsmesse in Szombathely. Ein Riesenrad wurde dem Trübel hinzugefügt. Das 50 Meter hohe Szombathely Ei bietet einen herrlichen Blick auf das lichtdurchflutete Komitatssitz in Vas. An der Spitze des Rades werden diejenigen, die in den Gondeln sitzen, viel höher sein als die in den umliegenden 10-stockwertigen Gebäude. Von da aus kann man also ohne Probleme die ganze Stadt sehen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.